So, für unsere selbstgemachten Suppenpulver brauchen wir wirklich nicht viel. Ich habe es hier mal ausgerechnet. Pro Suppe bei 200 ml großer Tasse wären es nur 11 Cent. Und wir brauchen ganz wenige Zutaten, beziehungsweise, was mich echt gewundert hatte, waren jetzt hier rote Linsen kamen mit da rein, natürlich Salz und Kaffeeweißer, Backerbsen, dann noch getrocknete Kräuter, dann Gemüsebrühe noch, Pfeffer. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Speisestärke, Kartoffelstärke noch. Bin gespannt, wie es schmeckt. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr jetzt immer weiter drückt, weil ihr das alles jetzt gucken möchtet, was da alles passiert und denkt, okay, dann gehe ich wieder komplett zurück, dann geht ihr auf diese drei Punkte, so, Rezeptinformationen und dann könnt ihr an eurer Stelle, sagen wir mal, ich bin jetzt hier bei den Linsen, da möchte ich gerne weitermachen, draufdrücken und zack, springt ihr auch auf die Station, wo ihr gerne hin möchtet. Cool, gell? Nun das fertige Pulver. Ich gebe aber noch für unseren persönlichen Geschmack, gebe ich aber noch hier ein paar Maisstreifen mit Bacon-Geschmack dabei und noch etwas mehr von den Röstzwiebeln. So, eine heiße Tasse Suppe ist jetzt gerade, wenn der Winter kommt, natürlich von Vorteil. Und was gibt es Besseres, als wenn das ratzfatz fertig ist? Ihr habt jetzt wirklich fast ein Kilo Suppenpulver. Ich hol's mal gerade. Moment. Seht ihr? So viel Suppenpulver gibt das. Und ihr nehmt ungefähr so 1 bis 2 Esslöffel, habe ich jetzt genommen. Und nach unserem persönlichen Geschmack, ihr mögt es etwas salziger. Das heißt, ich habe jetzt hier von meinem Kräutersalz noch etwas mehr reingetan. Das hier. Das sind das wirklich grüne Kräuter, die habe ich getrocknet und dann mit Salz zusammen zerkleinert. Da habe ich noch viel mehr von reingetan. Das war uns persönlich ein bisschen zu laff, aber jeder hat ja seinen eigenen persönlichen Geschmack. Und was toll war, diese Bacon-Streifen da rein, auch zerkleinert, gibt noch so einen leichten Bacon-Geschmack. Probiert es einfach aus, guckt, dass ihr das nach eurem Geschmack etwas abändert. Ich könnte mir auch sehr gut noch vorstellen, da getrocknete Tomaten noch reinzugeben. Und die dann auch mit zerkleinern. Probiert einfach mal aus, was euch am besten geschmeckt. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.